Aufgabe aus der Beispielsammlung, Seite 5, Nummer 7. Zunächst eine Vorbemerkung. Die Nummerierung bezieht sich auf die neueste Beispielsammlung, die Beispielsammlung für 2017. Sie kommt im Oktober 2016 heraus. Trotzdem ist es möglich, im Rahmen des Videos diese Aufgabe und alle folgenden mitzurechnen, denn ich habe auch immer die Angabetexte angeführt. Und dieser lautet zunächst für dieses Beispiel: In einem Sportverein sind doppelt so viele Männer wie Frauen eingeschrieben. Wir haben einen Sportverein, eine gewisse Anzahl von Männern. Ich habe hier 12 angeführt. Wenn doppelt so viele Männer wie Frauen eingeschrieben sind, dann müssten wohl in diesem Fall bei 12 mit männlichen Mitgliedern 6 weibliche Mitglieder in diesem Sportverein dabei sein. Auf 2 Männer folgt doch dann eine Frau. Und das gilt für alle weiteren ebenso. Wir können sagen, 2 von 3 Mitgliedern sind Männer. Oder eines von 3 Mitgliedern ist eine Frau. In dem Sinne, 2 von jeweils 3 Mitgliedern sind Männer und eines von jeweils 3 Mitgliedern ist eine Frau. Kreuzen Sie an, welche der folgenden Behauptungen der obigen Aussage entspricht. Das ist faktisch der Arbeitsauftrag. 1 aus 5 bedeutet, es sind nun in der Folge 5 Behauptungen angeführt, von denen eine richtig ist. Behauptung 1, es sind um 200% mehr Männer als Frauen im Sportverein. Als Frauen bedeutet, dass hier die Anzahl der Frauen die Vergleichsbasis und damit 100% darstellt. Ich löse das mit einer Schlussrechnung. Es ist jedem freigestellt, es auf seine und hoffentlich sichere Weise zu bewerkstelligen. Wenn ich jetzt wieder ausgehe, eine von jeweils 3 Mitgliedern ist eine Frau, dann entspricht also in diesem Fall eine Frau 100%, ja, und 2 Männer x Prozent. Prozentrechnung bedeutet direkten Schluss, das heißt je mehr, desto mehr, je weniger, desto weniger. Im Österreichischen sagt man Schlussrechnung, weil man von einer, in der Regel von einer Mehrheit auf die Einheit schließt und dann wieder auf eine Mehrheit. Im Deutschen sagt man Dreisatz, weil von 4 Größen 3 gesetzt sind. Die vierte mit x bezeichnet ist zu bestimmen. Um von 1 auf 1 zu schließen, müssen wir nichts tun. Ich habe es jetzt systematisch angeführt. Ich dividiere in dem Fall diese 1 durch 1, bräuchte natürlich nicht durchzuführen. Ergibt 1 und diese erhaltene 1 müssen wir nun mit 2 multiplizieren, um auf die Mehrheit 2 zu kommen. Bei direktem Verhältnis heißt das, wir rechnen mit der x-Spalte genauso. Wir dividieren also durch 1 und multiplizieren mit 2. Das heißt, x ist gleich, die Zahl oberhalb des x kommt auf den Bruchstrich, mal 2 durch 1, das ergibt 200%. Nun Vorsicht mit der Antwort. Die Vergleichsbasis sind hier die Frauen, das sind 100%. Die Männer sind, wie wir eben berechneten oder entsprechen, 200%. Das sind um 100% mehr. Denken wir an einen Berg. Wir befinden uns auf 100 Meter Höhe und sollen
auf 200 Meter gelangen, dann heißt das, wir müssen um 100 Meter mehr zurücklegen, plus heißt auch wortwörtlich mehr. Das bedeutet für unser Beispiel, wenn die Behauptung 1 lautet, es sind um 200% mehr Männer als Frauen im Sportverein, es sind aber nur um 100% mehr Männer als Frauen, denn die Frauen sind ja schon 100% und von 100% auf 200 sind es um 100 mehr. Also ist die Aussage 1, die Behauptung 1, falsch. Behauptung 2, es sind um 100% weniger Frauen als Männer im Sportverein. Als Männer bedeutet, dass nun die Männer die Vergleichsbasis darstellen und damit den 100% entsprechen. Also die jeweils zwei Männer entsprechen 100%, die eine Frau x%. Ich löse wieder mit einer Schlussrechnung. Ich schließe von 2 auf 1, indem ich 2 durch sich selbst dividiere. Die 1 müsste ich nicht multiplizieren, denn ich brauche in dem Fall unten 1. Ich habe es nur schematisch so hingeschrieben. Einmal 1 ist 1. Wir haben natürlich wieder direktes Verhältnis. Das heißt, wir dividieren auch die Spalte mit x durch 2 und multiplizieren mit 1. Das heißt, x ist gleich 100 mal 1 durch 2 ist 50%. Die Behauptung 2 lautet, es sind um 100% weniger Frauen als Männer im Sportverein. Die Männer als Vergleichsbasis entsprechen den 100%. Die Frauen, wie wir eben berechneten, 50%. Ja, das sind doch offensichtlich um 50% weniger, was ja wortwörtlich Minus bedeutet. Es sind also um 50% weniger Frauen als Männer. Damit ist Behauptung 2 falsch. Behauptung 3. Jedes zweite Mitglied ist ein Mann. Es heißt aber, von jeweils 3 Mitgliedern sind 2 Männer, kurz ausgedrückt, 2 von 3 Mitgliedern sind Männer. Jedes zweite Mitglied, ein Mann, würde bedeuten, Frau, Mann, Frau, Mann oder Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Das würde heißen, die Hälfte, also 50% sind Männer und natürlich dann auch 50% Frauen. Behauptung 3 ist also ebenso falsch. Behauptung 4. Eines von 3 Mitgliedern ist eine Frau. Ja, von jeweils 3 Mitgliedern ist doch ein Mitglied eine Frau. Das ist es genau. Man könnte auch sagen, ein Drittel der Mitglieder sind Frauen. Behauptung 4 ist richtig. Wir brauchen jetzt Behauptung 5 nicht mehr in Betracht zu ziehen, denn das Format 1 aus 5 bedeutet, dass immer nur eine Aussage, eine Behauptung erfüllt ist. Und das ist in diesem Beispiel Behauptung 4.